بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen inshallah ta'ala heute unsere Reihe fortführen über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sind wir angelangt bei der Schlacht von Badr. Und wir hatten das letzte Mal uns mit der Vorbereitung auf diese Schlacht beschäftigt gehabt. Wir haben aufgezeigt gehabt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Badr ging, warum er überhaupt nach Badr ging. Wir hatten aufgezeigt gehabt, was im Vorfeld auch in Mekka geschehen ist, wie die Quraysh sich ebenfalls nach Badr bewegte, worum es eigentlich ging, nämlich ursprünglich um eine Karawane, aber Allah Ta'ala wollte diese Begegnung zwischen den Muslimen und den Kuffar zu einer entscheidenden Begegnung machen. Und deswegen Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beschreibt das nochmal sehr, sehr schön in Surat Al-Anfal, die Sura, welche sich mit der Schlacht von Badr beschäftigt. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Vers Nummer 7, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Sie stritten mit dir über das richtige Vorgehen, damals verhieß euch Allah, dass eine der beiden Gruppen euer sein solle und ihr wünschtet, dass es die Unbewaffnete sein würde. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Allah aber wollte die Wahrheit seiner Worte bestätigen und die Wurzel der Ungläubigen abschneiden. Und dann fügt er hinzu, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُ مُجْرِمُونَ, damit er die Wahrheit triumphieren lasse und das Nichtige als nichtig erwiese, auch wenn es die Sünder nicht wollen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass er das vorherbestimmt hatte, dass diese beiden Gruppen aufeinandertreffen und dass es sich hier um eine der ersten entscheidenden Begegnungen, militärischen Begegnungen zwischen den Muslimen und den Quraysh, welche hier in diesem Fall das gegnerische Lager darstellten, dann bedeuten sollte. Die Muslime sind jetzt in Badr angekommen, die beiden Lager stehen sich gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Meinung von Al-Hubab ibn al-Munzir angenommen. Was war seine Meinung gewesen? Was war nochmal sein Vorschlag gewesen? Was war der Vorschlag von Al-Hubab ibn al-Munzir? Er machte einen ganz, ganz wichtigen und entscheidenden Vorschlag. Ja? Genau, dass sie die Wasserquellen verschütten und zu der ersten gehen, sodass die Muslime trinken können, während die anderen, das heißt der Feind, nicht trinken kann. Ja, also ein ganz entscheidender strategischer Schritt war das gewesen. Und jetzt stehen sich die beiden Gruppen gegenüber. Im Vorfeld gab es bei den Quraysh einen Meinungsstreit oder einen Meinungsaustausch oder schon, man kann sagen, einen Streit. Und zwar ein Mann, der in den Quraysh oder unter den Quraysh eine wichtige Stellung hatte, nämlich Utba ibn Rabi'a. Er hat versucht, die Quraysh vor dem Kampf noch einmal umzustimmen. Und er hat gesagt zu den Anführern der Quraysh, wollen wir wirklich uns auf solch einen Kampf einlassen, in dem wir eigentlich nur verlieren können? Wir können eigentlich nur verlieren, weil wir kämpfen gegen unsere eigene Familie. Der Bruder wird seinen Bruder töten, der Cousin wird seinen Cousin töten, der Sohn wird seinen Vater töten, der Vater seinen Sohn.
Selbst wenn wir gewinnen sollten, was wird das für ein Gewinn sein? Ein Gewinn, auf den wir sicherlich nicht stolz sein können. Und er hatte recht gehabt. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er erfuhr davon, wie auch immer. Und er sagte, wenn die Leute auf diesen Mann, auf dem Kamel, auf dem roten Kamel hören würden, dann würden sie geleitet sein. Yurshadu. Aber wer stellte sich dem entgegen? Und wer bekam Angst, dass diese militärische Unternehmung oder dieser Schlacht nicht stattfinden könnte? Wer wollte unbedingt, dass diese Schlacht stattfindet? Der Pharao dieser Umma. Und wer ist der Pharao dieser Umma? Wie heißt der Pharao unserer Umma? Der Pharao von Musa ist ja bekannt, aber wie heißt der Pharao unserer Umma? Abu Jahl. Abu Jahl, er war der Hetzer gewesen. Er ist schlimmer als alle anderen gewesen. Er ist der Pharao dieser Umma. Und er hat daraufhin Utba ibn Rabi'a beschuldigt, Angst zu haben, einen Rückzieher machen zu wollen, sodass die Leute sich dem fügten und das geschehen sollte, was Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt hat. Nämlich, dass diese beiden Gruppen aufeinander treffen sollen. Die beiden Gruppen stehen sich jetzt gegenüber. Vielleicht, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch etwas ganz, ganz Wichtiges zu Utba ibn Rabi'a. Es gibt immer Menschen, welche vernünftig sind. Und nur weil die Quraysh zu diesem Zeitpunkt noch keine Muslime waren, heißt es nicht, dass es nicht unter ihnen vernünftige Leute gab. Es gab Leute unter den Quraysh, welche vernünftig waren, wie beispielsweise Utba ibn Rabi'a oder auch ein Abu Sufyan, der eigentlich gesagt hatte, ihr braucht jetzt nicht mehr nach Badr zu ziehen, sondern die Karawane ist gerettet, kehrt wieder zurück nach Mekka, aber sie hörten ebenfalls nicht auf ihn. Und es gab Leute wie Abu Jahl oder Uqba ibn Abi Mu'ayt, welche unverschämt waren. Jemand wie Uqba ibn Abi Mu'ayt als Beispiel, der ebenfalls an dieser Schlacht teilnahm und der dann getötet werden sollte. Uqba ibn Abi Mu'ayt, er wird beschrieben von Ibn Ishaq als Ashqal Qaum, als der elendste und der schlimmste in seinem Volk. Er gehörte auch zu den Edlen in Mekka, er war ein freier Mann, hatte auch Sklaven gehabt, aber sein Verhalten war daneben gewesen. Und er ist derjenige gewesen, der in Mekka, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich vor der Kaaba niederwarf und betete, die Eingeweide eines Kamels nahm und das als freier Mann, der so etwas normalerweise eher einem Sklaven überlassen würde. Und er nahm selbst mit seinen eigenen Händen die Eingeweide eines eben geschlachteten Kamels, das kann man sich ja vorstellen, wie das dann gewesen sein muss, und er legte diese Eingeweide auf den Rücken des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, während er Sujud machte. Also kein Benehmen, unanständig. Und Utba ibn Rabi'a hörte aber leider nicht. Am Ende ist es dann wieder diese Al-Asabiyya, Al-Qawmiyya gewesen, dieser übertriebene Stammesstolz, Nationalismus, der dann dazu führte, dass er trotz alledem auf Abu Jahl hörte, weil er Angst hatte, er könnte als Feigling dastehen und sich an dieser Schlacht beteiligte. Und Utba ibn Rabi'a sollte zu den ersten drei gehören, welche auch ihr Leben verlieren in dieser Schlacht. Und das zeigt, dass alleine die Vernunft nicht ausreicht, sondern man muss auch dann Konsequenzen ziehen. Es reicht nicht aus zu sagen, ich finde das nicht gut, aber am Ende beteilige ich mich trotzdem. Sondern wenn ich etwas nicht gut finde, etwas nicht richtig finde, dann darf ich das nicht umsetzen. Und ich muss mich ganz klar davon distanzieren. Aber einfach zuzuschauen, ohne etwas dagegen zu machen, reicht nicht aus. Sondern die Konsequenz dieses Verhaltens, dieses falschen Verhaltens, wird mich ebenso treffen, wie diejenigen, die ich kritisiere. Warum? Weil ich mich nicht voll und ganz davon distanziert habe und losgesagt habe. Und deswegen, es gibt ja ein schönes Gleichnis von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ein sehr, sehr schönes Gleiches, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt, ja, und sagt, diejenigen, das Gleiche ist derjenigen, welche sich an die Grenzen Allahs halten und derjenigen, die sich nicht an die Grenzen Allahs halten, ist wie das von einem Schiff. Auf dem Schiff gibt es ein Oberdeck und ein Unterdeck. Diejenigen, die im Unterdeck sind, sagen, wir wollen nicht jedes Mal diejenigen stören, die im Oberdeck sind, wenn wir Wasser brauchen. Und damit wir sie nicht stören, machen wir was? Bohren wir ein Loch in das Schiff. Oder mehrere Löcher. Damit wir nicht jedes Mal sozusagen die Leute oben stören müssen. Wenn jetzt diejenigen, die oben sind, diejenigen, die im Unterdeck sind, einfach gewähren lassen, ohne sie davon abzuhalten, was passiert dann? Dann werden sie alle untergehen. Völlig egal, ja, ob sie im Oberdeck sind oder auf dem Oberdeck sind oder im Unterdeck. Wenn sie sie jedoch davon abhalten, das heißt nicht nur kritisieren, sondern wirklich versuchen davon abzuhalten, dann werden sie alle gerettet werden. Und das ist der wichtige Punkt. Manchmal muss ich mich ganz klar von einer Handlung distanzieren und muss auch dann mich zurückziehen, damit ich nicht dieselbe Konsequenz trage, wenn dieses Verhalten und diese Handlung nicht richtig ist. Und ich kann nicht sagen, ja, weil es meine Familie war oder weil es meine Freunde gewesen waren, habe ich einfach zugeschaut. Das geht nicht. Wenn ich sehe, dass meine Freunde jemanden zusammenschlagen und ich stehe daneben und tue nichts und ich habe ihm vorher gesagt, mach das nicht, dann trage ich genauso eine Mitschuld. Wenn ich mich aber distanziert hätte und gegangen wäre und vielleicht sogar dann die Polizei gerufen hätte, weil sie nämlich ein Unrecht tun, dann kann ich erst sagen, dass ich die Konsequenz nicht tragen muss. Und genau so war es mit Utba ibn Rabi'a gewesen. Er hat zwar gemeckert, er hat kritisiert, aber am Ende hat er sich beteiligt. Und am Ende war er auch derjenige gewesen, der als Erster sich zur Verfügung gestellt hat, um gegen die Muslime zu kämpfen. Weil es war nämlich damals üblich gewesen, dass vor einer Schlacht es zunächst erst einmal zu Einzelkämpfen kam. Das kennt man auch aus Filmen, ja, wo es so um Schlachten geht, dass es dann immer erstmal irgendwie die Ritter, ja, ein starker Ritter von der Seite, ein starker Ritter von der Seite, sich gegenüberstehen, damit man die Truppe motiviert oder eben dementsprechend dann demotiviert, je nachdem, aus welchem Blickwinkel. Und genauso war es damals auch bei den Quraysh gewesen und bei den Arabern gewesen. Zunächst erst einmal gab es Einzelkämpfe. Bevor wir aber auf diese Einzelkämpfe zu sprechen kommen, gibt es also etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar in der Nacht vor der Schlacht sollten einige Dinge geschehen. Einige Dinge geschehen, welche den Muslimen Mut machten und welche ihnen auch Kraft gaben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet das auch in Surat Al-Anfal, dass er in der Nacht auf Badr Regen herabgelassen hat. Es hat geregnet. Und Allah Ta'ala, er berichtet in Vers Nummer 11 in Surat Al-Anfal folgendes. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. Das wird zuerst erwähnt, das muss ich auch noch erwähnen, als ein Mittel, womit Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime gestärkt hat. Erinnert euch, als euch dann Schlaf überkam, wie als Zusicherung von ihm. Bevor wir auf den Regen zu sprechen kommen, erst einmal der Schlaf. Allah Ta'ala, er hat die Muslime in der Nacht einschlafen lassen. Jetzt kann man sich fragen, warum erwähnt das Allah extra? Was würdet ihr sagen, was ist der Grund, warum Allah das extra hervorhebt, dass sie schlafen konnten? Das wird nicht erwähnt, dass sie was Besonderes geträumt haben. Warum haben sie geschlafen? Ja? Einfach um Kraft zu schöpfen. Jemand, der weiß, er wird morgen eventuell sterben, wird er schlafen können? Das wird schwierig, oder? Ich meine, wir können uns schwer in diese Situation hineinversetzen, aber alleine, wenn du ein Vorstellungsgespräch am nächsten Tag hast, ein wichtiges, ja, dann bist du schon die ganze Nacht unruhig. Ja? Einige nicken von euch. Ja? Oder du hast einfach nur eine Prüfung an der Uni, weiß ich, kannst kaum schlafen. Ja? Versuchst zu schlafen, kannst aber nicht einschlafen. Ja, stell dir mal vor, du hast Angst, du könntest jederzeit angegriffen werden. Morgen ist eine wichtige Schlacht direkt nach dem Sonnenaufgang oder im Morgengrauen. Du könntest dein Leben verlieren. Es könnte sein, dass du nie wieder deine Familie siehst, nie wieder deine Freunde siehst, nie wieder zurückkehrst. Schlaf ist ganz schwierig, ganz, ganz schwierig.
Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, er hat sie einschlafen lassen, sodass sie Kraft schöpfen können. Was hat er ihnen ebenfalls gegeben? وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Und er vom Himmel Regen auf euch herabsandte, um euch damit zu reinigen und euch von den Einflüsterungen des Scheitans zu befreien, um im Innersten fest zu festigen und euren Schritten Halt zu geben. Allah hat es regnen lassen. Und dieser Regen war, wie es die Mufassirun sagen und die Sira-Gelehrten, ein Segen für die Muslime, weil er nämlich ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich noch einmal zu waschen, sich zu reinigen. Sie waren ja völlig unvorbereitet gewesen auf diese Schlacht. Er hat ihnen eine gewisse innere Kraft gegeben und er war eine Katastrophe für die andere Seite gewesen. Und was will uns Allah damit sagen? Etwas ganz Wichtiges. Allah hätte die Muslime einfach so zum Sieg führen können. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er benutzt die materiellen Mittel, die in diesem Universum von ihm erschaffen wurden, um damit auf der einen Seite die Muslime zu stärken und auf der anderen Seite die Feinde zu schwächen. Und das lehrt uns immer wieder was? Immer wieder dasselbe, was wir schon oft gehört haben. Ich vertraue auf Allah auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich mich als Muslim an was halten? An die Mittel, welche Allah mir zur Verfügung gestellt hat und welche für alle Menschen gleich sind. Für alle Menschen gilt dasselbe Prinzip. Wenn ich mich auf eine Sache gut vorbereite, dann werde ich diese Sache besser bewältigen, als wenn ich mich nicht auf sie vorbereite. Unabhängig davon, ob ich Muslim bin oder nicht Muslim bin. Das macht keinen Unterschied. Nur weil jemand Muslim ist, wird er die Prüfung deswegen nicht besser schreiben, weil er die ganze Zeit faul gewesen ist. Nein. Es ist so. Wenn ich arbeiten gehe und fleißig bin, dann werde ich Erfolg haben in meinem Berufsleben. Unabhängig davon, ob ich Muslim bin oder ob ich nicht Muslim bin. Das gilt für alle Menschen. Das ist die Sunna Allahs. Und Allah zeigt uns das. Er unterstützt Muslime genau durch die physikalischen Gesetze, welche er selbst erschaffen hat. Um uns nochmal zu zeigen, du brauchst diese materiellen Mittel als Mensch und du musst dich daran halten. Auch wenn du auf Allah vertraust, auch wenn du Dua machst. Das Dua ist nur ein Mittel. Aber das Dua wird dir nicht helfen, wenn du nicht bereit bist, hierfür auch etwas zu tun. Ich bitte Allah, oh Allah, mach mich wohlhabend, reich, aber ich arbeite nicht. Ich werde niemals wohlhabend. Und Allah wird mein Dua nicht erhören. Warum? Weil ich nicht bereit bin, mich an die Mittel zu halten, die Allah mir zur Verfügung gestellt hat. Ich bitte Allah, mich gesund zu machen, aber ich benutze keine Medizin. Natürlich könnte Allah mich einfach so gesund machen. Er braucht nur so eine Sache zu sagen, sei und sie ist. Und es gibt immer wieder Wunder bei unheilbaren Krankheiten, dass Allah dann einen wirklich subhanallah gesund macht. Weil du hast dann ein Mittel genutzt und das ist das Dua. Aber grundsätzlich gilt was? Wenn ich gesund werden möchte, muss ich mich behandeln lassen und zu einem Arzt gehen. Das ist die Regel. Und die Ausnahme bestätigt die Regel. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Und da ist es völlig egal, ob ich Muslim bin oder ob ich nicht Muslim bin. Es macht keinen Unterschied. Und das muss ich verstehen. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Es gibt viele, die wollen etwas, aber tun dafür nichts. Und das funktioniert nicht. Und jetzt kommt aber noch das hinzu, das Mittel, was die andere Seite nicht hat. Das heißt, diese materiellen Mittel, die nutzen alle. Alle, Muslime, nicht Muslime. Aber jetzt kommt etwas, was die andere Seite nicht hat. Wir haben Allah, aber ihr habt keinen Allah. Wir haben unseren Dua, mit dem wir uns einzig und allein Allah zuwenden. Ihr habt vielleicht auch Gebete, aber ihr wendet euch nicht aufrichtig Allah zu. Und nicht allein und in richtiger Weise. Das ist der Unterschied. Und genau dieses Mittel hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht vor der Schlacht von Uhud voll und ganz ausgenutzt. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Nacht durch Dua gemacht. Etwas, was er eigentlich so nie machte. Er machte Dua, hob seine Hände, sein Gewand fiel ihm immer wieder von der Schulter herunter, was er anhatte.
sein Umhang. Und Abu Bakr war bei ihm gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon erwähnt hatten oder nicht. Die Muslime, sie haben für den Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Art Zelt errichtet, was offen ist. Ja, auf Arabisch nennt man das Arish. Ja, etwas abgelegen von dem Schlachtfeld, damit er sich zurückziehen kann. Und sie haben das wie folgt begründet. Sie sagten, o Gesandter Allahs, wir haben hinter uns oder du hast hinter dir Leute gelassen, die dich mindestens genauso lieben wie wir. Und hätten sie gewusst, dass es zu einem Kampf kommen wird, dann wären sie niemals zurückgeblieben. Ganz wichtig, die Schlacht von Badr war was gewesen? Eine freiwillige Angelegenheit, weil es eigentlich um was ging? Es ging darum, die Karawane zu überfallen und anzugreifen. Es ging nicht um eine Schlacht. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemanden verpflichtet mitzukommen. Und sie haben gesagt, o Gesandter Allahs, sollte etwas geschehen, dann bist du in Sicherheit, wir stellen extra ein Reittier für dich zur Verfügung, Abu Bakr ist an deiner Seite, damit du dann fliehen kannst, weil du hast hinter dir Leute gelassen, die uns oder die dich mindestens genauso lieben, wie wir es tun. Und der Prophet hat sich in der Nacht dann unter dieses Zelt gestellt und er hat die ganze Zeit Dua gemacht. Und Abu Bakr as-Siddiq, der beim Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen war, er bekam Mitleid mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, o Gesandter Allahs, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ruh dich ein wenig aus. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich nicht im Stich lassen. Und er wird dir das geben, was er dir versprochen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat immer wieder gesagt, Allahumma jisli ma wa'attani, oh Allah, lass das geschehen und eintreffen, was du mir versprochen hast. Allahumma ati ma wa'attani, oh Allah, gib mir das, was du mir versprochen hast. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam, la tu'bad fil ard, oh Allah, sollte diese Gruppe von Menschen, die den Islam angenommen haben, vernichtet werden, so wirst du auf der Erde nicht mehr angebetet. Und er machte Dua und Dua und Dua und Allah hat sein Dua erhört. Und zwar berichtet Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls in Surat Al-Anfal, wie er dieses Dua erhört hat, indem er nämlich im Vers Nummer 9 sagt, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Erinnert euch, als ihr zu eurem Herrn um Hilfe schriet und er euch antwortete, siehe, ich werde euch mit 1000 Engeln helfen, einer dem anderen folgend. Ja, Salam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte sein Versprechen einhalten. Allah subhanahu wa ta'ala, warte mal kurz, schau. Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte sein Versprechen wahr machen. Und wir nehmen etwas vorweg, und zwar mehrere der Quraysh haben berichtet, dass sie nicht gefangen genommen wurden von den Muslimen, von Menschen, sondern dass sie gefangen genommen wurden von Männern in weißen Gewändern, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Einige der Muslime berichteten, bevor ich überhaupt mit meinem Schwert zum Feind gelangt bin und er den Feind berührt hat, sah ich, wie der Kopf von ihm getrennt wurde durch jemanden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Allah subhanahu wa ta'ala, er stand an der Seite der Muslime in dieser Schlacht. Und jetzt, am nächsten Morgen, und zwar handelte es sich um einen Freitag, dem 17. vom Ramadan, im zweiten Jahr nach der Hijra, standen sich nun die beiden Gruppen gegenüber. Und die Quraysh, sie schickten jetzt drei Leute. Drei Leute, welche
die Muslime herausforderten zu einem Einzelkampf. Diese drei Leute sind Utbe ibn Rabi'a gewesen und Shaybe ibn Rabi'a, sein Bruder, und Al-Walid ibn Utbe. Und sie stellten sich jetzt den Muslimen gegenüber, und wer meldete sich als erstes, um ihnen entgegenzustehen und diesen Einzelkampf anzunehmen? Drei von den Ansar. Und das waren jüngere Männer gewesen. Und sie gingen dann zu den dreien, woraufhin die drei gesagt haben, wir wollen euch nicht. Ihr seid gute Kämpfer, ist alles in Ordnung, aber es geht nicht um euch. Es geht um unsere Leute, den Quraysh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er forderte dann drei Männer von den Quraysh auf. Der erste ist Ali ibn Abi Talib gewesen. Der zweite ist Hamza ibn Abd al-Muttalib, sein Onkel gewesen. Und der dritte ist Ubaida ibn al-Harith gewesen. Und die drei standen sich gegenüber und es sollte jetzt zum Einzelkampf kommen. Und Hamza und Ali ibn Abi Talib, sie haben ihren Feind sofort töten können. Zwischen Ubaida ibn al-Harith und seinem Gegner gab es dann einen Kampf und sie wurden beide verletzt, woraufhin dann Hamza ibn Abd al-Muttalib dann den von den Quraysh tötete. Das war dann üblich gewesen, dass man dann sozusagen, wenn sich drei gegenüberstehen, ja, dann auch sie sich gegenseitig helfen können, nachdem sozusagen diese Einzelkämpfe vorüber sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet auch hierüber, und zwar in Surat al-Hajj, und zwar, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ. Dies sind zwei Gegner, welche sich in Allah subhanahu wa ta'ala, in ihrem Herrn streiten. Ja, dieser Vers bezieht sich wahrscheinlich dann auf die Schlacht von Badr, auf diese erste sozusagen Gegenüberstellung zwischen den Muslimen und zwischen den Nicht-Muslimen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, bevor es überhaupt zu diesen Einzelkämpfen kam, hatte noch die Reihen gerade gemacht. Und einer der Sahabe stand ein wenig vor der Reihe. Dieser Sahabi hieß Sawad ibn Ghaziyya. Sawad ibn Ghaziyya. Der Prophet Sosa hatte einen Stab in der Hand und er piekste ihn in den Bauch, dass er sich in die Reihe stellen soll. Sawad sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandter Allahs, du hast mir wehgetan. Und ich möchte Wiedervergeltung. Mitten in einer Schlacht. Normalerweise in so einer Situation, ja, hat ein Soldat überhaupt nicht das Recht, irgendetwas zu sagen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist nicht einfach nur ein Kommandant, er ist nicht einfach nur ein Feldherr. Nein, er ist auch noch der Gesandte Allahs. Und alles, was er tut, ist für uns eine Vorbildfunktion. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte nicht, dass ihm irgendjemand vorwerfen kann, dass er Unrecht getan hat. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, du sollst es bekommen. Und er hob sein Gewand und in diesem Moment warf sich Sawad ibn Ghaziyya nieder und er küsste den Bauch des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet wunderte sich und fragte, was hast du getan? Warum hast du das getan? Woraufhin er sagte, o Gesandter Allahs, du weißt, dass wir kurz vor einer Schlacht stehen. Und es könnte sein, dass ich diese Schlacht nicht überlebe. Und dementsprechend wollte ich jetzt das Letzte, was ich im diesseitigen Leben tue und den letzten Menschen, den ich im diesseitigen Leben berühre, du bist, o Gesandter Allahs. Subhanallah. Was für eine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und was für eine Gerechtigkeit von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dass er selbst in solch einer Situation, wo er es eigentlich gar nicht tun müsste, er hätte ihn sogar dafür bestrafen können. Wo er so etwas gar nicht tun müsste, trotz alledem uns Muslimen was gelehrt hat, wie schlimm Ungerechtigkeit ist. Und das war nur ein Pieks gewesen von einem Soldaten, den er pieksen darf. Er darf es, aber trotzdem hat er darauf verzichtet, um uns zu zeigen, wie schlimm das Unrecht ist. Und wie gefährlich es ist, dass ich einem Menschen im diesseitigen Leben Unrecht tue und von dieser Welt gehe, ohne dass ich das wieder gut gemacht habe. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns, indem er nämlich sagt, derjenige, der in irgendeiner Weise einem Menschen Unrecht getan hat, in Bezug auf seinen Körper oder in Bezug auf seine Würde oder in Bezug auf sein Vermögen,
der soll es im diesseitigen Leben wieder gut machen, bevor es weder Dirham noch Dinar gibt. Bevor du nicht mehr die Möglichkeit hast, das auszugleichen und das wieder gut zu machen. Nachdem es diese Einzelkämpfe gegeben hat, sollte es nun zu was kommen? Sollte es nun zur Schlacht kommen. Und wie wir bereits gesagt hatten, Allah subhanahu wa ta'ala, er unterstützte die Muslime. Es wird überliefert, ja, bei Imam Muslim, dass während es zu einem Kampf kam, mitten in der Schlacht, ja, hörte einer der Muslime Folgendes. Er hörte eine Art Peitschenhieb. Und dann hörte er, wie ein Reiter rief, Aqdim Haizum, voran Haizum, voran Haizum. Und der Gegner von dem Mushrikin, er schaute nach vorne und fiel dann einfach plötzlich auf den Boden. Und dieser Muslim, er sah, wie ein, sozusagen, es eine Wunde gab an seiner Nase, ja, und ja, sein Gesicht ebenfalls verletzt gewesen war, als hätte ihn jemand wirklich mit einem Peitschenhieb geschlagen. Woraufhin er dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach der Schlacht ging und den Propheten fragte, was ist das gewesen? Woraufhin er sagte, ja, das ist wirklich, ja, eine Unterstützung gewesen, und zwar eine himmlische Unterstützung. Du hast die Wahrheit gesprochen, sadaqta, dhalika min madadi sama'i thalitha, das ist eine Unterstützung aus dem dritten Himmel. Allahu Akbar. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat was gemacht? Er hat Engel geschickt, ja, aus verschiedenen Himmeln, ja, welche dann auf die Erde herabgekommen sind, um die Muslime zu unterstützen. Und es gab ebenfalls, ja, eine andere Gegebenheit, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, er war auch ein kräftiger Mann gewesen, ja, er wurde gefangen genommen in dieser Schlacht. Und er sagte, o Gesandter Allahs, ja, bei Allah, dieser Mann, der mich gerade hier gefangen hat, der hat mich nicht gefangen genommen. Sondern es hat mich vielmehr ein anderer Mann, ja, gefangen genommen, der ein sehr, sehr hübsches Gesicht hatte. Und er war auf einem Pferd gewesen. Und das hat geleuchtet, dieses Pferd. Und ich sehe ihn nicht unter euch. Woraufhin der Ansari sagt, nein, nein, ich habe ihn gefangen genommen, ich habe ihn gefangen genommen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, nein, sei ruhig. Ja? فَقَدْ أَيَّدَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيمٍ. Vielmehr hat dich Allah subhanahu wa ta'ala mit einem edlen Engel unterstützt. Und da sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala dann auch die Muslime unterstützt hat in dieser Schlacht. Und es wird auch jetzt im Koran überliefert oder im Koran erwähnt, dass der Shaitan, als er gesehen hat, dass die Quraysh verlieren, dann das Schlachtfeld verlassen hat. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal erwähnt hatten oder nicht, aber der Shaitan, er hat ja in der Gestalt von Suraqa ibn Malik den Quraysh gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, mein Stamm wird sich heraushalten, er wird euch nicht angreifen. Weil es gab einen Zwist zwischen den Quraysh und den Banu Bakr, und Suraqa ibn Malik ist einer der Anführer gewesen von den Unterstämmen der Banu Bakr, und er hat ihm versprochen gehabt, ich werde an eurer Seite stehen und ich werde mich zurückhalten und werde euch nicht aus dem Hinterhalt angreifen. Und der Shaitan war anwesend gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet dann auch, wie der Shaitan, als er gesehen hat, dass die Quraysh verlieren, dann das Schlachtfeld verlassen hat und dann auch gerufen hat, dass er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und so ist es mit dem Shaitan. Der Shaitan, er kann nichts anderes als einflüstern. Aber am jüngsten Tag wird er sich nicht auf deine Seite stellen, sondern er wird vielmehr sagen, Inni akhafullah rabbil alamin. Wahrlich, ich fürchte Allah, den Herrn der Welten. Die Muslime sollten diese Schlacht gewinnen, und auf der Seite der Quraysh sollte es 70 Tote geben und insgesamt 70 Verletzte. Das sind ungefähre Zahlen. Häufig wird auch die Zahl 70 verwendet, um damit zu symbolisieren, dass es sich um eine große Anzahl handelt. Ja, ob es jetzt ganz genau 70 waren oder einfach viele sozusagen gewesen waren, ja, das sei mal dahingestellt, aber es waren ca. 70 Gefangene gewesen und ca. 70 Gefallene unter den Quraysh. Und bei den Muslimen gab es lediglich 14 Leute, welche ihr Leben verloren haben. Sechs von denen sind sozusagen Muslime von den Quraysh und 8 sind Muslime von den Ansar.
Wer wird in dieser Schlacht getötet? Wichtige Persönlichkeiten werden getötet. Einmal an erster Stelle der Pharao dieser Umma. Der Pharao dieser Umma, nämlich Abu Jahl, wird in dieser Schlacht getötet. Interessant ist, wie er getötet wird und von wem er getötet wird. Und zwar überliefern Bukhari und Muslim, dass Abdurrahman ibn Auf sagte, während wir mitten in der Schlacht von Badr sind, und Abdurrahman ibn Auf, ja, ist ja jemand von den Quraysh gewesen, er kannte Abu Jahl, während wir, ja, mitten in der Schlacht von Badr sind, ja, kam plötzlich von meiner rechten Seite und von meiner linken Seite zwei junge Männer. Und sie kamen zu mir und sagten, oh Onkel, also sie waren noch sehr jung gewesen, oh Onkel, zeig uns Abu Jahl. Die kannten ihn nicht, die waren von den Ansar gewesen. Ja, sie haben immer nur von ihm gehört, der Pharao dieser Umma. Ja? Wer ist Abu Jahl? Wir wissen, wer das ist. Woraufhin ich dann zu ihm sagte, oh Sohn meines Bruders, ja, was willst du denn mit ihm machen, mit Abu Jahl? Woraufhin er sagte, einer von beiden, Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulallah. Mir wurde gesagt, dass er den Gesandten Allahs beschimpft. Und dann sagte er, Walladhi nafsi biyadi, la'in ra'aytuhu la yufariqu sawadi, sawadahu hatta yamuta la'ajalu minna. Bei dem, ja, in dessen Hand meine Seele ist, sollte ich auf ihn treffen, dann wird mein Schatten sein Schatten nicht verlassen, bis derjenige von uns beiden stirbt, der früher sterben soll. Abdurrahman ibn Auf wunderte sich. Ja, und dann kam der andere, erzählte genau dasselbe. Und dann zeigt er, das ist er da drüben. Und beide haben sich direkt auf ihn gestürzt. Und sie waren noch jung gewesen. Abu Jahl war jemand, der kräftig war. Und sie haben so lange auf ihn eingeschlagen, bis er auf den Boden fiel. Aber er sollte nicht sterben. Er lag verletzt auf dem Boden. Wer sollte jetzt Abu Jahl töten? Und zwar jemand ganz anderes. Jemand, der sehr, sehr klein und schmächtig gewesen ist. Nämlich Abdullah ibn Mas'ud. Und zwar Abdullah ibn Mas'ud, als er Abu Jahl auf dem Boden sah, stieg er auf ihn. Und das muss man wirklich so sagen, er stieg auf ihn so, als würde er auf einen Berg steigen. Ja, weil Abu Jahl sehr, sehr kräftig gewesen war. Und Abdullah ibn Mas'ud war sehr schmächtig gewesen. Kennt die Überlieferung, wo Abdullah ibn Mas'ud auf einen Baum stieg und die Leute haben dann seine Beine gesehen, haben gelacht, weil sie so dünn waren. Und er war ein ganz einfacher Mann. Und dann meinte Abu Jahl zu ihm, du bist auf einen ganz, ganz schön großen Berg gestiegen, ja, Ruhe, ja, ja, oh du Schafshirte, was die Verkleinerung von Schafshirte, ja, du kleiner Schafshirte, also. Oh, du kleiner Schafshirte, ja? Du bist auf einen ganz schön großen Berg gestiegen. Und dann meinte Abdullah ibn Mas'ud zu ihm, du bist der Feind Allahs, du bist der Feind Allahs. Und er hat daraufhin seinen Kopf abgetrennt. Er hat daraufhin seinen Kopf abgetrennt, wie es überliefert wird. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann gesehen hat, dass Abu Jahl getötet wurde, hatte er gesagt, هذا كان فرعون هذه الأمة كان هذا فرعون هذه الأمة Das ist der Pharao dieser Umma gewesen. Das ist der Pharao dieser Umma gewesen. Wer wurde ebenfalls getötet? Ebenfalls ein ganz schlimmer Feind der Muslime, und zwar Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, er wurde zunächst festgenommen als Gefangener. Wer hat ihn gesehen? Bilal radiallahu anhu. Und Bilal wurde jahrelang gefoltert von Umayya ibn Khalaf, auf schlimmste Weise, weil er war sein Herr gewesen. Und Bilal konnte es nicht akzeptieren, dass Umayya ibn Khalaf jetzt einfach so freikommt. Und er stürzte sich dann auf ihn, derjenige von den Muslimen, der ihn gefangen hielt, sagte, das ist mein Gefangener, das ist mein Gefangener, aber er hörte nicht auf ihn. Und er hat dann so lange dann versucht, sozusagen ihn zu treffen, bis er ihn dann tötete und Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass er diese Schlacht nicht überlebt. 70 der Quraysh sind jetzt getötet worden. Wie geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt ganz konkret mit den Gefangenen um? Wie geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit der Beute um? Das sind zwei Dinge, insha'Allah ta'ala, die noch offen sind von der Schlacht von Badr.
welche wir uns dann insha'Allah ta'ala dann in der kommenden Woche noch anschauen wollen, weil darin noch sehr, sehr viele wichtige Lehren stecken. Und wir werden dann auch überleiten insha'Allah ta'ala zu den nächsten Ereignissen, welche sich zwischen der Schlacht von Badr und zwischen der Schlacht von Uhud ereignet haben. Ich möchte es erstmal heute dabei belassen, weil wenn wir das heute noch besprechen, dann wird das zu lang werden. Ich möchte es auch nicht zu lang halten, die Einheit. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw